So wird es Zeit für eine neue Folge. Bevor wir mit der Herrn Lego Herr der Ringe anfangen, wird es Zeit für eine neue Folge Telonym Fragen, Fragzwergi. Ich habe hier wieder ein paar neue Fragen von euch geschickt bekommen auf Telonym. Und ja, werde die für euch beantworten. Hier live und später eine Aufzeichnung auf YouTube. Heute wieder mit Facecam. Hallo, hallo YouTube. Seid gegrüßt. So, die alten Fragen stehen noch, weil das letzte Video noch nicht hochgeladen ist. Was war die letzte Frage, die ich beantwortet habe? Okay, ja, die Frage habe ich jetzt beantwortet. Die erste neue Frage ist Reaktion, wenn du offensichtlich merken würdest, dass andere deinen Partner attraktiv finden. Okay. Interessante Frage. Finde ich seltsam, dass mir immer die Liebesbeziehungen, Liebesfragen, die Beziehungen fragen und die Romantikfragen gestellt werden. Das sehe ich so aus, als wär ich romantisch oder sowas irgendwie. Romantisch veranlagt. Du wisst irgendwie Bescheid darüber. Das ist. Ich bin ein fetter Sack, der ist als Single. In seiner Single-Wohnung lebt und also ich kann euch irgendwie, ich kann euch, wenn ihr mir Fragen stellt, wie man mit Partner, wie man mit Problemen mit seinem Partner umgeht und so weiter, sorry, da kann ich euch keine Antwort drauf stellen. Das ist, ich ist, ja, da bin ich der Falsche für. Ich habe noch keinen Partner. Reaktion und offensichtlich merken würdest, dass andere den Partner attraktiv finden. Nicht neidisch sein, würde ich sagen, aus meiner subjektiven und unsachlichen Meinung als Nichtwissender heraus. Also ich als Single, der noch nie eine Beziehung hatte, aus meiner unwissenden Meinung heraus würde ich sagen. Wenn du merkst, dass dein Partner jemand anderer attraktiv ist, erstmal ruhig sein, erstmal keine Sorgen machen, erstmal nicht aufregen, erstmal nicht neidisch werden, nicht eifersüchtig werden, das ist jemand anderer attraktiv, denn das ist ja, also wenn er hoffentlich eine gute Beziehung führt, dann ist das ja durchaus, gerade wenn es um einen Mann geht, das wir Männer, wir gucken ja, wir gucken auch mal anderen Frauen hinterher. Das heißt nicht, dass wir jetzt unsere Partnerin, denke ich mal, kann ich, also das, was ich von anderen mitbekommen habe, heißt das nicht, dass man seine eigene Frau jetzt nicht attraktiv findet oder seine eigene Partnerin jetzt nicht, als man jetzt einer anderen Frau nachschaut. Das ist jetzt entspannen, entspannt euch. Ich glaube, das ist auch das. Ich weiß nicht, wie es andersrum ist, weil Frauen, ich bin, für Frauen kann ich dann noch weniger sprechen. Das ist, ja, aber wenn man, es ist ja kein Fremdgehen, das ist andere attraktiv finden, das ist, ich weiß es nicht. Bleibt entspannt, das ist meine grundsätzliche Einstellung fürs Leben, entspannt bleiben. Chillt mal. Ist doch am Ende halb so schlimm. Meinung zu Menschen, die den ganzen Tag nur am Handy sind. Also von den Menschen, die die ganze Zeit am Handy sind und nicht von Handys weggekommen, also davon halte ich absolut mal gar nichts. Also ich finde das absolut, also ich weiß nicht, aber so ein bisschen so die Hände, die ständig vor ihrem Handy sehen und deren Gesicht kaum zu sehen ist, weil immer das Handy im Weg ist. Also finde ich immer, das finde ich mal ganz blöd. Das ist also. Ich finde, die sollten mal ihr Handy weglegen und mal nicht so viel mit drum rumspielen. Also das ist aber wirklich, das ist ja, das ist wirklich die Jugend heutzutage, das ist halt wirklich ständig das Handy vor der Fresse und man sieht deren Gesicht kaum. Das ist halt, also das ist, ja, finde ich ganz schlimm. Also ist auf jeden Fall ist, ja, ist eine ganz tragische Sache. Ja, habt ihr bemerkt, oder? Ja, muss selbst sagen, ich bin so ein bisschen, ganz im Ernst, ich bin selbst ein bisschen, ja, ich hänge ständig am Handy, bin selbst so ein Typ. Was soll ich davon halten? Ja, es ist,
Ich kenn ja diese Werbung von, gibt's doch, ich weiß nicht von wem das ist, von welcher Firma das ist. Da gab es eine Werbung, wo es hier, wo die gleich damit beginnt, die habe ich öfters bei YouTube zu stehen. Vor den Videos wird sie mir eingespielt. So eine Frau am Angelsteg steht und dann kommt die Aufstimme. Das ist ein Gesicht, was normalerweise von einem Handy verdeckt ist. Weiter habe ich das nie geguckt. Das ist so eine Frau im Regen am See beim Angeln. Das ist und jetzt ist ihr Lächeln endlich zu sehen und wird nicht mehr von dem Handy verdeckt. Die Werbung hat mich schon immer aufgeregt. Es ist halt so typisch, das ist halt dieser Generationenkonflikt. Die Jugend heutzutage mit ihren Handys, mit ihren Smartphones, das hatten wir früher nicht als das. Früher, in meiner Jugend, da hatten wir noch nicht so hier Smartphones. Da haben wir uns immer noch von Angesicht zu Angesicht getroffen und haben uns so vereinbart, haben wir uns immer persönlich, haben, wenn wir uns treffen wollten, dann mussten wir mal zueinander gehen und uns sprechen. Wisst ihr, was das ist? Sprechen im Real Life, so im echten Leben. Das ist, liebe Kinder, es ist echt. Ja. Ich habe auch früher in der Grundschulzeit, habe ich auch noch draußen gespielt. Ich habe mein erstes Handy mit. Wann habe ich mein erstes Handy bekommen? 14, 15, 16? Weiß ich nicht, irgendwann so in dem Dreh. Also, es ist. Ich war auch noch ein Draußenspielkind, aber. Mein Gott, das ist. Menschen, die den ganzen Tag nur am Handy sind. Wenn es zur Sucht wird, wenn dann halt wirklich. Das kennt man ja auch, die Videos und Bilder, wenn dann halt das kleine Kind halt sich nicht mehr vom Handy losreißen kann oder wenn sie immer weggenommen wird von der Mutter, dann wirklich Aggression kriegt und das ganze Haus zusammenschlägt, hier das ganze Mobiliar zusammengebaut. Das ist ja. Das ist dann schon ein bisschen, das ist dann natürlich auch bei den meisten Leuten. Gerade jetzt in der Corona-Krise ist es auch schwierig, was anderes zu tun. Da gibt es ja relativ wenig Sachen. Kannst das Handy mal zur Seite legen und dann PC gehen. Das ist. Ja, gut, ich habe genug zu der Frage. Ja, muss man nicht. Haben wir schon genügend dazu gesagt. Nächste Frage. Wie findest du es, wenn man eine teure Uhr trägt? Das ist dann auch, da muss ich sagen, jedem das seine, jedem nach seiner Fasson, jedem wie er lustig ist. Das ist. Wenn du eine teure Uhr tragen willst und das Statussymbol tragen willst, soll das machen. Ich lasse das jedem und ja, whatever floats your boat. Und da sage ich nichts dagegen. Das ist, mach halt. Was soll ich da sagen? Das ist. Es gibt Leute, die damit angeben, die damit rumprotzen. Ich habe jetzt hier die teuerste Uhr überhaupt. Das ist, wenn sie es brauchen. Au. Jetzt habe ich mit meinem Gestik hier rum. Jetzt habe ich mir den Finger verletzt. Typisch Zwergi. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist okay, wenn du's brauchst, um dich zu profilieren, wenn das denn für dich das Wichtige ist, dann. Oder wenn es auch nicht wichtig ist, zumindest. Wenn du eine teure Uhr tragen willst, bitte trag eine teure Uhr. Ja. Schon mal verletzt gewesen, weil du abgewiesen wurdest. Hast du einen Tipp? Was ist dann? Das ist wieder so eine. Das ist wahrscheinlich das Löchte. Ich denke, das ist wieder so zu verstehen, dass das zu einem. Das ist so eine Liebesfrage wieder. Was tun gegen Liebeskummer, wenn abgewiesen wurdest? Ich sag's mal so, ich mach dir nichts vor. Ich will dir nichts vormachen. Ist eine harte Sache, so wenn man abgelehnt wurde, abgewiesen wurde auch von
Generell, auch wenn das jetzt nicht auf die Liebe bezogen ist, generell eine Abweisung ist immer eine harte Sache. Das ist bei, also bei der Liebe ist natürlich noch mal härter zu ertragen. Ja, mit Abweisungen, das ist, ich muss sagen, das gehört zum Leben leider dazu und damit muss man zurechtkommen und auf kürzer oder länger, es wird häufiger vorkommen im Leben, ob in der Liebe oder in der Berufswahl zum Beispiel, das ist jetzt auch noch was, was mir eingefallen ist. Wenn man abgewiesen wird, wenn man die Bewerbung für einen Beruf nicht angenommen wird, wenn das dann abgelehnt wird, muss man lernen, mit klarzukommen. Und das ist auch in der Liebe, ja, muss man irgendwie, ist es hart und ja, es gibt Sachen, die man dagegen machen kann. Ein Buch lesen, sich ablenken. Es ist jetzt wieder so ein Kalenderspruch, den ich jetzt sage, aber in der Sache ist es wirklich richtig, ist es wirklich wahr. Kommt Zeit, kommt Rat. Das ist also einfach die Zeit. Ja, auch heulen ist nichts Schlimmes, einfach ein bisschen auch abgewiesen werden generell, auch wenn du einen Job, das ist, wenn du einen Job nicht bekommen hast. Das, ich meine, das ist, auch da ist unter Umständen heulen nicht verkehrt. Das ist, heulen bringt sehr viel. Also, das ist immer so ein bisschen sich ausweinen, mal ein bisschen, wenn es einen belastet und so weiter. Aber das ist eigentlich, das sollte kein Tabuthema mehr sein. Das ist ein generell das Heulen. Das ist, wenn du traurig bist, dann weine. Auch wenn du ein Mann bist oder so weiter, ist halt einfach mal weinen, das kann halt wirklich schon sehr entlasten. Das einfach mal, das ist halt wirklich eine gute, das könnte als Tipp geben, weinen. Das kann wirklich helfen, das kann verdammt helfen, da. Gerade auch, wenn man traurig ist, einfach mal, und auch mal nicht so, also nicht was in sich hineinfressen, sondern einfach, und mal brüllen, auch mal laut ausschreien und einfach mal sich einen Boxsack holen oder so, oder ein Kissen holen und einfach mal draufschlagen und einmal mal so ein bisschen auf das Kissen so ein bisschen einschlagen und ein bisschen rauslassen, also die Tränen rauslassen, die Wut rauslassen, die Gefühle rauslassen, ganz wichtig rauslassen. Also ich habe da genug Erfahrung mit gemacht, dass, wenn man es nicht macht, also es ist also ganz wichtig, immer alles rauslassen. Es ist raus mit den Gefühlen, raus mit dem Frust, raus mit dem, das hat drin gar nichts zu suchen in dir, das darf gar nicht, das darf gar nicht drin versteckt bleiben und so weiter. Das ist, und dann die Zeit totschlagen und warten. Das wird schon irgendwann. Irgendwann wird's. Ich habe früher gerne Bücher gelesen, wenn ich dann Lieder gehört. Musik hilft. Musik hilft sehr gut. Musik kann ich sehr empfehlen. Und Bücher. Musik und Bücher. Wie die Ärzte schon gesungen haben, Wichsen und Musik ist die beste Medizin. Ja, so ist es. Einfach, ja, bisschen Musik. Ich hoffe, das hat jetzt irgendjemandem, einem Anonymen, vielleicht ein bisschen weitergeholfen. Also, ja. Mit wem schreibst du im Moment oder momentan am meisten? Ich schreibe mit einigen Leuten. Das ist eine schwere Frage. Ich schreibe mit einigen Leuten immer so mal ein bisschen, was da, wenn ich mal wieder was organisiere, wenn ich mal wieder. Mit Mordi schreibe ich ganz viel, wenn es um Podcast geht und wenn es um Spieleabende geht, die wir gemeinsam machen wollen und so. Mit Mordi und mit Professor Serpi, mit Serpi habe ich die letzte Zeit auch öfters geschrieben. Schreibe mit jedem. Ich schreibe jetzt nicht mit einem besonders viel, sondern es ist halt, wenn halt irgendwas abzustimmen geht, wenn irgendwas abgestimmt werden muss, wenn da irgendwie Austausch stattfinden muss, das ist, ja. Dann gibt es natürlich ein paar Experten, die man auf Instagram direkt da natürlich hat, wo man sich gegenseitig mal Memes schickt und so weiter.
die Person weiß, von, dass ich von ihr rede. Muss jetzt nicht namentlich genannt werden. Gerade gibt es eine Person, wo wir uns immer hin und her Memes schicken, von also irgendwo, wenn wir einen tollen Post auf Instagram gefunden haben, wo eine Katze sich irgendwie, wo eine Katze vom Tisch fällt und so weiter, das mal wieder sich zuschicken, dämliche Memes sich zuschicken. Ja, das mache ich relativ häufig in der Freizeit. Ja. Wie viele Länder hast du schon besucht? Viele, also Deutschland, wenn das zählt, ich war auch, also im Westen von Deutschland ist ein Land, war schon in Dänemark war ich, in Tschechien war ich, in Polen war ich, Litauen war ich, Italien war ich schon, in Holland, in Niederlande, Griechenland war ich schon. War ich noch irgendwo? Das muss es gewesen sein. Ich glaube, Griechenland. Ja, Griechenland. Ansonsten viel weiter raus bin ich nicht gekommen. Acht. Also, wenn ich richtig gezählt habe, 8 Länder, wo ich schon gewesen war. Ein bisschen was habe ich schon gesehen, aber ja. Vor allem im Osten. Ich bin nie richtig nach Westen gekommen. Also Holland habe ich schon gesehen, dass es ist. Da war ich schon mal im Urlaub. Aber so Westen, Frankreich, Spanien und so weiter. Bei mir immer in Richtung Osten. Das ist, da bin ich, da gab es immer Polen, Litauen. In Litauen war ich öfters zum Urlaub. Griechenland, dann war ich auch schon mal unten. Italien liegt auch ein bisschen ein Stück weit nach Osten, aber eher am Süden. Ja, in Österreich war ich noch nicht. Nicht soweit ich weiß, war ich in Österreich. In Tschechien war ich schon ein, zweimal. 8 Länder würde ich sagen. Wie war dein Charakter? Die letzte Frage, wie war dein Charakter als Kind? Als Charakter, als Kind, also im prinzipiell, also im Prinzip so wie jetzt, bloß halt jünger, das ist also so im, bloß halt kleiner. Das ist halt, das hat sich, viel hat sich noch nicht verändert. Ich bin klüger geworden, ich war wirklich, also, ja, ich bin nicht der Intelligenteste, aber zugegeben. Aber früher als Kind war ich wirklich, also ich war als Kind wirklich blöd, also das war wirklich das grenzwertig blödste. Kann man wirklich nur so sagen. Ich war wirklich ein sehr, 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 sehr blödes Kind. Also ich glaube, jeder war als Kind irgendwie ein bisschen blöd, aber ich war wirklich nochmal außergewöhnlich blöd. Das ist wirklich dämlich. Also ein IQ-Test hättest du da lieber nicht machen sollen. ja, also wirklich dumm. Ein ganz dummes Kind. Und es ist, mittlerweile bin ich ein bisschen. Ich bin ein bisschen klüger geworden, habe ein bisschen dazu gelernt. Okay. Okay. Steve macht hier gerade Sachen. Interessant. Ja. Charakter als Kind. Ich würde sagen, ein bisschen entdeckungsfreudiger, ein bisschen abenteuerlustiger war ich schon. Aber ja, so an Charaktereigenschaften. Also ich bin ein Kind geblieben. Also ich spiele immer noch ganz gerne und bin immer noch, also bis auf ein bisschen Sachen, die man dazu lernt, die man halt einfach. Wenn man jetzt an Reife dazu lernt und halt ist Lebenserfahrung, die man kriegt und so. Außerdem ist da nicht viel. Habe immer noch denselben Charakter, also Charakter. Ich weiß nicht, ob verändert sich der Charakter mit der Zeit. Ein bisschen vielleicht, also ist reifer geworden, aber
Und mein Charakter, wie ich jetzt bin, kennt ihr ja aus meinen Videos und aus meinem, da bin ich ja relativ offen, aus meinen Streams und so. Das wisst ihr ja, wie ich da ticke. Ja, ich hoffe, die Antwort war zufriedenstellend. Die Antworten waren zufriedenstellend. Da habe ich noch unbedingt, dass der Fall gewesen sein. Lasst ein Abo auf YouTube da. Glocke aktivieren. Teilt das Video. Und schreibt einen Kommentar und habt einen ganz tollen Tag. Schaut auf Twitch vorbei. Da streame ich öfters. Und haut da rein. Ciao, ciao.